Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute schauen wir uns wieder mal einen Budget-Beamer an, der richtig, richtig günstig ist. Und zwar mit 109 Euro schlägt er hier nur zu Buche. Der kommt von der Firma Vankyo und ist der Leisure 430 Projector for Home Entertainment. Also, ja, für ein bisschen zu Hause Videos oder auch Computerspiele zu spielen. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Ihr seht schon, die Packung gibt hier nicht besonders viele Informationen her. Von daher packen wir das Ding direkt mal aus. Und der ist auch nicht nur, sage ich mal, super günstig, sondern auch super portabel. Das sehen wir hier nochmal gleich. Wenn ich hier mal das Innenleben aus der Packung ziehe, ist der ganze Beamer hier nämlich nochmal in so einer echt schönen Tragetasche mit drin. Also hier steckt alles drin, was man braucht. Alle Kabel und der Beamer mit Tragegriff. Und wir klappen einmal auf und sehen, da haben wir jetzt schon einmal unseren Beamer. Und der ist echt, schaut mal, ein kleines Teilchen, aber dazu kommen wir gleich. Wir schauen erst noch mal rum, was steckt hier alles noch mit drin. Einmal natürlich unser Stromstecker, ganz normal. Dann haben wir noch mit dabei ein HDMI auf HDMI Kabel, sehr gut. Dann ein, was ist denn das, 3,5 mm Klinkenkabel auf Cinch Kabel, würde ich mal sagen. Und noch mal einen kleinen Standfuß, den können wir später unten reinschrauben, um dann die Höhe einstellen zu können. Und das hier, das ist nur ein Hinweis. Und hier haben wir noch die kleine Fernbedienung. Oh, die erinnert mich aber an was. Die sieht ja so ein bisschen, naja, nur so ein bisschen aus wie von diesen Fire TV Sticks. Also, okay, Navigationstasten, Play, Pause, vor, zurück, Mute, Power und dann hier ein paar Menütasten und die Lautstärke. Okay, soweit, so gut. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf das eigentliche Gerät. Einmal hier rausziehen und wir haben, sogar hier noch Folien rundherum. Eieiei. Da haben sie sich ja Mühe gegeben beim Verpacken und nochmal hier vorne. Und da geht hier die ganze Schutzkappe direkt mit ab. Na, komm her. So, also Schutzkappe mache ich nochmal kurz drauf. Und wir sehen den Vankyo Beamer. Vorne schön Hochglanz. Hier vorne ist der Infrarotempfänger für die Fernbedienung oder einer davon schon mal zu sehen. Dann die große Linse. Ich nehme doch mal das Ding runter. Da könnt ihr es sehen, eine richtig große Linse, die wir da drin haben. Obendrauf haben wir dann die Verstellmöglichkeiten. Einmal hier für die Schärfe und einmal unten drunter noch für die Trapezkorrektur. Das heißt, damit das Bild dementsprechend gekippt werden kann, wenn es ein bisschen schräg steht oder der Beamer schräg steht, dass ihr dann ein gerades Bild auf eurer Projektionsfläche habt. Also ganz normal. Dann haben wir hier obendrauf nochmal den Power-Button-Menütaste, zurück- und eine Auswahltaste und hier nochmal einen OK-Button und, ach hier, das hier ist für die Navigation. Das gefällt mir ja gut, sieht ja nett aus. Richtig metallischer Look, womit man dann eben navigieren kann. Ja, das gleiche wie eben auch hier bei der Fernbedienung. Die könnte weiß sein, oder? So ein schön weißes Gerät und dann eine schwarze Fernbedienung. Naja, egal. Hinten haben wir nochmal einen weiteren Infrarotempfänger, damit man auch von allen Seiten, je nachdem wie der Beamer positioniert wird, da guten Empfang hat. Der Lüftereinlass ist hier nochmal und hier finden wir die Anschlüsse VGA, HDMI, wir können eine SD-Karte reinstecken, wir können einen USB-Stick reinstecken, wir haben hier einen AV-Ausgang und, ach genau, AV-Ausgang. Dafür war das hier wohl gewesen. Und nochmal einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und hier ist nochmal der Eingang für den Lüfter. Und irgendwo, hier unten drunter, sind auch noch die Lautsprecher. Das sind hier die beiden Teilchen. Da kommt noch ein bisschen Ton raus. Und hier können wir diesen kleinen Standfuß dann einschrauben. Zum einen, um die Höhe einzustellen. Oder man kann es auch hiermit irgendwo festschrauben. Denn wir haben ja hier so einen Standard Stativschraubverschluss. Ich zeige euch das mal. Also das hier ist natürlich jetzt kein Stativ, wo ich den Beamer draufstellen würde, aber ihr seht, das würde jetzt hier vom Schraubverschluss her auf jeden Fall funktionieren. Da braucht man dann irgendwas, wo das auch ordentlich drauf passt oder man kann es dann auch an die Wand hängen. Je nachdem braucht man eben das passende Zubehör. Dann steht unten drunter nochmal Vankyo Leisure 430, die Modellnummer, Lampentyp, natürlich eine LED-Birne oder LED-Beleuchtung ist hier drin mit richtig langer Laufzeit, maximal 4500 Lumen Helligkeit und da haben wir nochmal den Anschluss für den Stromstecker. Ja, also das Ding, nett, klein, sehr portabel, schöne Tasche und jetzt geht es eben darum, wie ist denn das Bild, Freunde, und vor allem, wie laut ist denn der Lüfter, dass wir von den Lautsprechern nicht viel verlangen können, das ist soweit schon mal klar, aber den Rest, den schauen wir uns jetzt an. Also Beamer angeschlossen über HDMI an die Fire TV Box hier in meinem Fall und eingeschaltet und wir sehen direkt das erste Bild, er will wissen, welche Sprache wir haben, dann wählen wir Deutsch aus und haben unseren ersten Eindruck und der erste Eindruck sagt, Mann, da fehlt aber was an der
Auflösung. Zumindest bei dieser Bildgröße, die ich hier habe. Die kann übrigens variieren von 40 Zoll bei einem Abstand zur Projektionsfläche von 1,5 Meter bis zu 236 Zoll bei einer Projektionsentfernung von 8,6 Meter. Ich lag hier so in etwa, würde ich mal sagen, bei knapp etwas über 3 Metern. Das heißt, wir müssten so 80, 85 Zoll Bildschirmdiagonale gerade hier sehen. Und da ist die native Auflösung von 800 mal 480, ja, natürlich ein bisschen wenig. Also man sieht die Pixel sehr, sehr deutlich. Das Bild wirkt etwas grobkörnig bei der geringen Auflösung, aber das war so nicht anders zu erwarten. Positiv ist hingegen, dass sich die Bildschärfe sehr gut einstellen lässt über das Stellrad. Also ihr habt keine unscharfen Ränder oder unscharfen Bereiche, sondern das funktioniert sehr gut. Das Bild ist dafür knackenscharf für die Auflösung. Und die Helligkeit geht bei einem dunklen Raum, also der muss wirklich richtig dunkel sein, gerade so in Ordnung, würde ich sagen. 4500 Lumen, das ist jetzt nicht die Welt, aber ja, man kann sich damit schon was anschauen. Aber wenn es dann zum Beispiel ein bisschen heller wird, ihr macht das Licht an oder die Rollläden mal hoch und kommt ein bisschen Sonnenlicht rein, dann verliert das Bild doch sehr, sehr viel an Strahlkraft. Also wir halten fest, der Raum muss stockdunkel sein. Punkt. Ansonsten hat mir sehr gut gefallen, wie gut hier die Fernbedienung reagiert hat. Man muss also nicht genau hier auf den Infrarotempfänger zielen, sondern ich konnte das halten, wie ich wollte. Alle Eingaben wurden hier beim ersten Klick sofort registriert. Also die Fernbedienung, die ist echt gut. Übrigens, ja, zwei AAA-Batterien braucht ihr dafür. Die werden nicht mitgeliefert, die muss man hier noch reinpacken. Und dann kann man mit der Fernbedienung hier echt gut arbeiten. Also die fand ich gut. Von den Menüs her gibt es hier keine großen Überraschungen. Ihr könnt ein bisschen was beim Bild einstellen. Ihr habt verschiedene Modi, die vordefiniert sind, wo man Helligkeit, Schärfe, Kontrast und all solche Dinge einstellen kann. Also da gibt es keine großen Rätsel, die sich dort aufwerfen. Genau das gleiche beim Ton. Ihr könnt hier auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Höhe, Balance, Bass und so weiter. Aber ganz ehrlich, der Ton, der ist wie nicht anders zu vermuten, zu vernachlässigen. Hier habt ihr mal eine kleine Kostprobe. Also es sind kleine, dünne Lautsprecherchen, die aber, das muss ich sagen, recht laut werden, aber auch ziemlich schnell ans Verzerren kommen. Also einen Film will ich mir hiermit auf keinen Fall anschauen. Sie sind mal wieder aus der Kategorie nice to have, aber das war's dann auch. Also wer hier wirklich mal sich ein Filmchen anschauen will oder ernsthaft was spielen will mit der PlayStation oder der Xbox, der sollte hier entweder Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen über das 3,5 mm Klinkenkabel. Ebenfalls einstellbar ist natürlich, von wo projiziert wird, ob ihr von vorne auf eine Fläche projiziert, von hinten oder ob das Teil vielleicht an der Decke hängt und deswegen kopfüber hängt. Das kann man hier alles auch schön justieren. Also das sind auch die Standardfunktionen. Die hat man zu erwarten von einem Beamer. Was ich hier auch erwartet habe, ist ein ziemlich lautes Lüftergeräusch, denn kleiner Beamer, kleiner Lüfter, das heißt meistens ziemlich helles Lüftergeräusch und es hielt sich hier eigentlich noch in Grenzen. Hört mal rein. Also der Lüfter ist recht deutlich zu hören. Er ist auch recht relativ laut zu hören, sag ich mal. Aber wenn ihr dann eine ordentliche Tonbeschallung noch habt, dann ist er zumindest leise genug, dass der im Hintergrund verschwinden wird. Also wirklich nicht das Schlimmste, was ich hier jemals gehört habe. Also für die Größe geht das Lüftergeräusch hier für mich noch in Ordnung. Tja, kommen wir noch zum Abspielen von verschiedenen Medien. Ich habe hier einfach mal meinen USB-Stick angeschlossen. Dann haben wir den eingebauten Media Player. Der kann dann entweder Videos, Bilder oder auch Musik und Text dann euch darstellen. Und das hat hier in meinem Test echt gut funktioniert. Also ich habe hier einfach eingesteckt und er hat problemlos die Formate abgespielt, die ich ihm hier hingeworfen habe. Das gleiche gilt dann auch hier für den SD-Kartenleser. Da funktioniert das ebenso. Also von daher gute Sache, dass ich da keine Problemchen hatte. Kenne ich auch von anderen Beamern durchaus schon einmal anders. Hier habe ich das Bild nochmal deutlich verkleinert. Ich habe den Beamer mal richtig nah an die Wand geschoben. Das waren jetzt wirklich gerade mal ja, knapp 1,50 Meter, 1,30 Meter. Und dann hat man natürlich ein entsprechend kleineres Bild von etwa 35 bis 40 Zoll. Aber dann wirkt es natürlich auch schärfer, weil dann die geringe Auflösung, also die einzelnen Pixel, werden dann natürlich nicht so groß aufgeblasen. Und dann wirkt die Auflösung einfach besser und natürlich auch die Helligkeit nochmal ein bisschen schöner. Ist klar,
je größer das Bild, desto weiter streut sich das Licht und desto größer und unschärfer werden die Pixel dargestellt. Also ich würde mal sagen, für so ein richtig großes Bild ist der hier nicht wirklich gut geeignet. Wer aber doch, sage ich mal, so ein typisches Fernsehbild haben möchte, 45, 40, 50 Zoll, ja, da kann das gerade noch in Ordnung gehen mit der Auflösung. Aber mal ganz ehrlich, so einen kleinen portablen Mini-Beamer kauft sich eh keiner, der hier super affin ist und mega Heimkino machen möchte. Dafür ist das einfach die falsche Wahl. Dafür ist der auch gar nicht ausgelegt. Aber wer einen günstigen Beamer haben will, um vielleicht ein bisschen PlayStation zu spielen, um einfach ein größeres Bild zu haben, zum Fernsehen schauen oder so, der kann hier gerne zugreifen. Dafür ist das Ding in Ordnung. Ihr müsst natürlich wissen, die Auflösung, 720p, Full HD, das wäre natürlich alles viel, viel besser gewesen. Aber wir sind hier in einem sehr, sehr niedrigen Preisbereich von 109 Euro. Wenn ihr ein besseres Bild wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen mehr Kohle in die Hand nehmen. Da geht es so ab 150, 200 Euro aufwärts, geht es dann erstmal so richtig los. Ihr könnt euch ja mal Alternativen anschauen hier oben in meiner Playlist. Da habe ich vor kurzem einen sehr guten, günstigen Beamer getestet, der allerdings ein klein bisschen größer und teurer war wieder hier. Also man muss genau wissen, wo der Einsatzzweck hierbei liegt, Freunde. Mehr gibt es gar nicht zu sagen. Das war also der Vankyo Beamer. Ach, eine Sache wollte ich euch noch eben kurz zeigen. Habe ich vorhin glatt vergessen. Hier ist noch ein Reinigungsset mit dabei. Schaut euch das mal an. Hier diese Wattestäbchen am sehr langen Stiel. Damit kann man dann ordentlich hier in die Lüftungsschlitze und so mal reingehen. Und wir haben noch ein Mikrofasertuch dabei. Aber die Sticks hier, die fand ich ja mal ungewöhnlich. Habe ich so noch nie gesehen. So, also, das wäre es gewesen. Mein Kurzfazit für den Preis ist der durchaus in Ordnung. 109 Euro, 99 fände ich ehrlich gesagt noch ein bisschen passender, aber es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Aktionen. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke euch den Beamer hier unten in der Videobeschreibung direkt zu Amazon. Da gibt es ja öfters auch mal irgendwelche Aktionen. So, aber ja, ganz ehrlich, optisch finde ich den schön. Optisch finde ich den wirklich schön gestaltet. Also dieses Weiß und dann hier vorne noch diese Glasplatte oder diese Kunststoffplatte, die transparente, die da drüber ist, das macht schon ein bisschen was her, wenn er da steht. Also optisch ist er einer der schöneren, die ich bisher im Test hatte. Aber es zählen ja nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Werte, wie im echten Leben, Freunde. Ich glaube, ich habe euch alles Wichtige hierzu gesagt. Bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. So.